So, und damit herzlich willkommen zurück bei Grounded. Ja, das Labor habe ich jetzt irgendwie nicht gefunden. Mir ist dann hinterher die Fackel ausgegangen, die habe ich dann noch aufgehoben, nochmal zusammengesucht, die Materialien, aber das Labor, keine Ahnung, wie man da dran kommen soll. Das ist irgendwie oben in der Hecke drin. Ich habe dann versucht, mal da drauf zu schweben mit diesem Pusteblumenschirmchen. Gott, klingt das süß. Aber so weit kommst du nicht von A nach B. Und darunter sind jede Menge Spinnen, die mir irgendwie an den Pelz wollten. Ich weiß auch nicht warum. Aber wie ich das hätte jetzt machen sollen, ich weiß es nicht. War ich schon dieses Glühwürmchen entdeckt? Nö. Glühwürmchen. Diese Laus. Ist viel zu schnell. Du bist doch so ein reges Raubtier. Alter. Ja, ich kann an einem Ameisenhaufen keine Fundamente legen. Ich habe keine Landrechte. Ich denn erwerben. Was? Ich keine Landrechte? Reden. Keine Landrechte. Steht da wirklich keine Landrechte da? Ja. Irgendwas. Ich bin in das Labor reingegangen, weißt du, dann geht's ja runter direkt in den Ameisenhaufen rein. Unter dem Labor. Okay. Ich wollte jetzt hier Fundamente legen, um Lampen hinzubauen am besten, damit man nicht mit einer Fackel hier in der Hand rumlaufen muss, aber ich habe keine Landrechte. Ich habe keinen Platz im Rucksack, um meine Fackel wegzulegen. Wo ist Seil? Immer noch kein Platz. Lassen wir doch mal zwei Steine fallen. Okay, hier liegt ein Milchzahn im Weg. Ich muss jetzt da runterspringen. Das ist... Es ist irgendwie doof, wenn du die Fackel auswählst, dass er danach nicht automatisch wieder das Schild nimmt. Ja. Wow, die springen ja hier hoch, die scheiß roten Kriegerameisen. Achso, warte, das ist doch nur eine Larve. So. Eine rote Kriegerameise habe ich erledigt. Ich habe irgendwie ein wenig Angst um mein Leben. Komm, du schaffst das. Du schaffst es, hier hochzuspringen. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Oh mein Gott, da ist ja doch noch eine Mücke. Ich bin doch schon fast tot. Lass mich in Ruhe. Alter, das ging dann wie so ein Helikopter hinter einem. Irgendwo hier soll ein Feldlabor sein. Da habe ich irgendwas, was ich... Nichts erforschtes, so rum. Also kann mir auch egal sein, ob hier irgendwo ein... Hui. Was ist das? Oh mein Gott, diese riesige Baumwanzen-Dingster-Bumster. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Spinnen gerade hinter mir. Ich wurde von einer Wolfsspinne umgehauen. Gut, ich hätte es über den Zielteich gegangen. Ja. Es ist dunkel. Ja, 5 Meter. Kannst du irgendwie schlafen? Ich bin gerade in dieser... Na gut, dann versuche ich mal diese 5 Meter hinter mich zu legen.
Im Dunkeln. Wow. Oh. Ja, ich bin gerade auch ausgeschaltet worden. Also. Ja, gut, dass da was nach Licht an ist. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Dann können wir uns ja mal schlafen legen. Ich sollte mir vielleicht nochmal einen Respawn-Punkt in der Basis setzen. Shit. Ich bin gerade wieder in irgendeinem Labor gerespawnt. Wo ist denn unsere Basis? Ach, da hinten. 230 Zentimeter entfernt. Ganze 30 Zentimeter. Das ist ein großes Geodreieck. 230 Zentimeter. Oh, das ist ein bisschen mehr. Als ein Geodreieck. Mein Inventar ist ja leer. Wie schön. Ja, die automatische Entleerfunktion, ne? Bedrohungserzeugung. Schuss. Was zur Hölle? Ja, geil. Wolfsspinne. I can't catch my breath. Fick dich. Ach, bei dir auch, ja? Gerade mich auf zur Basis begeben. Ja, das war ja keine gute Idee. Respawn direkt da, wo ich gestorben bin. Yeah. Aua. Aua, aua. Wo ist denn die Wolfsspinne? Ich bin in der Hecke gespawnt. Ich wollte einfach spawnen bei der Kinderbox. Da soll es ja relativ ruhig sein eigentlich. Das sind immer noch 5 Meter. Oh. So, ich bin jetzt in der Basis. Ich könnte jetzt schlafen. Ja, hatten wir irgendwo beim Start mal ein Zelt gebaut? Nö, ne? Beim Startpunkt, da müsste irgendwo eins sein. An dieser komischen Box da. An dieser komischen... hier liegt eine riesige Vogelfeder, die sich reingeklippt hat in dieses Gerät. Kann man das irgendwie... Okay. Krähenfeder, Stufe 2. Hui. Also müssen wir eine Krähe erledigen, ja? Nice and clean. Ja, oder zumindest ihre Federn sammeln. Möglichst ohne von ihr gefressen zu werden. Ist denn direkt an dieser Box dran. Ich bin jetzt einmal ringsrum gelaufen und habe kein Zelt gesehen. Was kostet denn ein Zelt? Steinzelte gebaut da oder sind die zerstört worden vielleicht? Keine Ahnung. Guck gerade, wo das Zelt überhaupt war. War ich denn blind und taub und dumm? Hä? Was ist das? Ein Dörrgestell. Ach, da ist es doch. Kleeblatt. Ich habe aber keine Axt dabei. Wo war denn da? Alter, warum müssen nachts überall diese scheiß Wolfsspinnen rumlaufen? Ich fühle mich nicht wirklich sicher. So, 3 Meter noch. Man sieht halt auch nichts nachts. Ein bisschen ungeil. Seit gestern habe ich irgendwie gefühlt die Hälfte der Steuerung schon wieder vergessen. Oh weh. Naja. Huch. Ich bin fast da. Fast. Ich kann schon fast deinen Poppes sehen. Okay.
Lass mich raten, wenn wir jetzt übernachten, sind auf einmal 5 Wolfsspinnen direkt vor dieser Hütte davor. Benutzen und schlafen. Es werde Licht. Ja, endlich mal wieder. Hat's Gefühl doch. Es ist zwar länger dunkel als hell. ja, irgendwie schon. Ja. Ich habe jetzt mal den einzigen Safttropfen, der in unserer Eichel Wasserbazar ist, getrunken. Mal zurück wiederholen, aber ich muss gerade. Right where I left you. Kein Wasser hier. Ich fühle mich sehr unsicher hier. I hope all my things are still here. So. Ich will mal zurückholen und dann Jagd nach Nahrung und Trinken. Ja, Wassertropfen habe ich zumindest 2 Stück. Aber es fehlt gar nichts. Fresschen. Meine Fläschchen schon leer getrunken gehabt und ja. Ich wieder so. Keinen Platz für. Was hier rein? Gut, dass wir so schön sortierte Kisten haben. Wobei du sortierst ja eigentlich, ne? Ab und zu mal, aber. Gebe ich auch ganz schnell wieder auf. Wo war jetzt? Ah, nee, Reparatur war ja hier. Aha. Aber kann man die nicht sogar werten, tauschen, anpassen? Ja, man kann ja doch irgendwelche Posen geben, aber nicht. Yeah! Unser Ameisenbursche spielt Luftgitarre. Du warst jetzt auf der Jagd nach nicht friedlich lebenden Ameisen. Ich weiß. Ich bin jetzt noch die Jagd nach Nahrungsmitteln und Trinken. Ich bin nämlich ziemlich am Ende. Und ist ein Marienkäfer. Willst du den nicht fressen? Kannst du dich da draufstellen? Ja! Taxi! Das ist dämlich. So, Wasserkäferfleisch. Sieht so aus, als hätte ich bald wieder Nahrung. Und wir machen uns vielleicht auf dem Teich einfach so eine schöne Basis. Da war das Essen. Beziehungsweise der Grill. Ja, hab Äpfel mitgebracht. Mitgebracht? Ja. Oh, noch eine rote Ameisenmandibel und wir können uns die rote Ameisenkeule herstellen. Zumindest einmal, oder was? Zumindest einmal, ja. Ja, Essen ist fertig. Ja, und jetzt muss ich mir noch ganz dringend was zu trinken. Was zu trinken? Das könnte schwierig werden, die Uhrzeit. Oder schwieriger. Ja, die Befürchtung habe ich auch.
Meister. Meister. Oink, oink. Hat zwar fast nichts aufgefüllt, weißt du, so ein Riesentropfen, der fast so groß ist wie du selber, aber nein, das füllt dein... Das ist halt Soda. Ja, das füllt dein Trinken um 2% auf. So. Ja gut, hast versucht, nicht mit Cola mal wirklich... Ja gut, es geht in der echten Welt, aber im Spiel wollen sie vielleicht zeigen, Soda ist nicht das Beste. Oha. Gerade diese unschuldige Fleischwanze da erschlagen und dann kommt da hinten drunter, läuft so eine Riesenspinne daher, also. Die hat ja Gleitschutz. Ja, diese ganzen Rüsselkäfer, diese kleinen schwarzen, das ist auch so. Oh, ich hab Hunger. Zack, Rüsselkäfer tot. Oh, ich habe einen Wassertropfen gefunden, der mein Trinken auch nur der macht doch ungefähr marginal aufgefüllt hat. Falls du noch Hunger hast, ich hab ein bisschen Fleisch dabei. Warum kann ich eigentlich kein Ameisenfleisch futtern? Das ist doch speziesistisch. Mutation entdeckt am Eisen. Status? Mutation? Am Eisen. Die Ameise ist eine bekannte Bedrohung für dich, die du bis ins letzte Organ kennst. Tod und Zerstörung sind alles, was Ameisen in deinem Weg bevorsteht. Phase 1 von 3. Plus Ameisenschaden. Aktivieren? Aua. Ich habe eine aktive... Das war keine gute Idee. Oh, ich bin gerade im Krieg mit den Ameisen. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Meinem Leben ging es auch schon mal besser. Wow! Muhahaha. Fürchtet euch Ameisen. Choke it down, Pete. Oh, da ist ja noch eine Ameise. Kannst du einfach dicke Hose machen und dann weglaufen, ne? So nicht, du. Was bist du jetzt schon wieder am Angreifen? Ich habe eigentlich nichts angegriffen, das hier hat mich angegriffen. Muss ich mal ganz Lux erklären, dass ich das nicht so cool fand. Zwei Speere, die Fresse, dann flieh weg. Ich hab den dritten daher geworfen. Aber wenn diese Viecher hier rumlaufen, dann bin ich gleich. Ja, ich weiß nicht, ob das Schild so geil ist. Echt ein böses Kind. Manchmal. Meistens bin ich lieb. Die Rüsselkäfer sind eigentlich richtig süß. Wenn sie nicht mal wieder tot auf dem Boden liegen. Kann das nur gewesen sein? Ich ganz bestimmt nicht. Ihr verzweifelt meine Wasserflasche auch zu füllen noch und dann... Ich weiß nicht, ob ich... Schämt euch. So. Wasserflasche voll, Bauch voll. Hat nur den halben Tag gedauert. Ja. Da geht die Sonne wieder unter, aber wenn ich in Ameisen-Dingen reingehe, spielt das ja eh keine Rolle. Da ist eh dunkel drin. So, wo war unsere Basis? Da. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Larve. Weil meine... Eine Larve? Ja, mein Messerchen ist schon wieder recht angeschlagen. Und ich glaube, in der Basis haben wir davon auch keine großen Vorräte. Ich nutze eigentlich momentan hauptsächlich diesen Kieselspeer.
Komm, noch einen Stachel, habe ich einen kompletten Stack wieder voll. So. Weil diese Distelstacheln haben wir bei Setzern für nichts gebraucht, ne? Könnten es für Pfeile, Pfeil und Bogen. Aber genutzt haben wir es, glaube ich, noch nicht. Da kann er diese Fallen mitbauen. Sollten wir vielleicht mal rings um unsere Basis errichten. Fallen. Vielleicht. Aber ich habe so das Gefühl, diese Spinnen können einfach drüber latschen. Die wird das eher weniger interessieren. Oh, cool. Eine Distelfalle. Wo waren Madis? Ach, Larven. Kratze gerade, irgendwo ist doch hier so ein dicker Käfer. Ich hör's doch, weil es in dem Augenblick. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich glaube, darauf reagiert er nicht so wirklich, oder? Ich wollte ja diplomatisch mit ihm ausdiskutieren, dass er mich doch einfach mal ein bisschen in seiner Basis rumlaufen lässt. Aber nö. Wollte nicht. Dabei bin ich doch für meine soziale Ader weithin bekannt. Total. Oh ja, ich glaube, ich sollte vielleicht auch wieder auf den Kieselspeer umsteigen, weil viel besser ist diese Madenklinge auch nicht. Nur teurer. Irgendwann gucke ich mal unter den Baum und da sind keine Spinnen. Irgendwann. Eines schönen Tages. Achso, Wolfsspinnen haben wir aber schon erkundet, ne? Taking a look. Marder habe ich auf jeden Fall schon. Ja. Ist eigentlich irgendwas drin? Du siehst. Oh ja, jetzt bin ich hier runtergefallen. Das war. Nur. A giant spider! What foul magic's birthed you! Nur. Ist das da hinten so ein Marmor-Ding? Ach, verdammt. Das scheint dieses Material zum Aufbessern zu sein, was einfach bei diesen zwei Wolfsspinnen drin hängt. Brr. Wie sollen wir da jemals drankommen? Hast du wieder ein Farbschema entdeckt? Ja, also jetzt hoffe ich hier. Na, robuster Marmor, hier ist scheinbar auch schon mal so ein Auf. Jetzt gucke ich aber hier in diesen Ameisenhaufen drin, weil ich hier runtergefallen bin. Jetzt komme ich auch nicht mehr raus, oder? Nee. Meine Rüstung ist ziemlich broken. Broken? Die Seile. Ja, sie ist. Brust geht noch. Aber Helm und Hose sind schon rot. My mom always says I light up a room. Ich verscheiße. Jo. Ih, rohes Madenfleisch. Och, ich liege down. Oh, Scheiß. Oh, okay. Ich wollte gerade gucken, ob ich irgendwie zu dir drankomme, aber da war es schon weg. Ja. Weil das sah so aus, als wärst du relativ dicht an dem anderen Ausgang. Ja, dass diese Ameise bestimmt 5 Meter springen kann. Das. Ja. Hast du die noch einen halben Kilometer auf Abstand? Auf einmal steht sie direkt vor dir und haut dir ihre scheiß Beiß in die Fresse. Nom 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 nom. Stab. Das Durchsterben geht weiter. Wuhu.
Es scheint wieder dunkel zu werden. So, ich komme jetzt mal in die Basis zurück, baue mir dann auch mal so meinen Kieselspeer. Stirb, Made. Gesell dich zu deinen 250.000 Verwandten, die durch meine Hand ihren Frieden gefunden haben. So. Ja, die Speere sind die einzig sinnvollste Waffe. Ein paar davon mitnehmen. Dann schön auf Distanz bleiben. Ja, aber meine Fackel wird nicht mehr lange halten, denn ich habe hier unten nichts dabei, um eine neue zu machen. Das klingt jetzt nicht ganz so geil. Ja. Ich hab doch mal. Ob ich noch irgendwie einen Ausgang finde. Oh, spröde Quarzscherbe hier unten. Scheinbar findet man in diesem Ameisenhaufen auch was anderes als Kiesel. Okay. Naja, die Ameisen, mit denen kommen wir schon irgendwie klar. Noch. Irgendwann kommt da so eine riesige Ameisenarmee. Ja gut, meine Fackel ist gerade ausgegangen. Nicht gut. Würde Fido mit einer Fackel hier runterkommen? Wenn wir uns die zweite hier rauskämpfen, dann... Ich gucke, ob ich noch eine zweite Fackel mal kurz baue. Spröde Marmorscherbe. Weil ich habe jetzt... zwei Mandibeln. Theoretisch gesehen bräuchten wir jetzt noch eine, dann könnten wir uns zwei von diesen Ameisenkeulen bauen. Ich habe schon vier spröde Marmorscherben und eine spröde Quarzitscherbe gefunden. Da könnten wir das Ding auch direkt aufwerten. Jeder einmal. Klingt gar nicht so schlecht. Ich bin hier im Dunkel durch. Ah. Kiesel? Ich hoffe nur, also wenn hier oben nochmal eine von den Viechern begegnet, dann ja, ich habe auch keine Bandagen mehr, also wenn du davon auch noch welche mitbringen kannst. Bandagen. Wasserverband. Oh ja. Ich habe jetzt 7 Stück. Ja, können wir nicht herstellen. Das sollte reichen. So, wo bist du denn rein? Durch das Labor, oder? Durch das Labor. Ich glaube, ich weiß sogar, wo du da durchgelaufen bist. Mach gleich am besten 6 Verbände draus. Ich bin an der Spinne vorbeigelaufen. Nee. Ich bin da nice. Bei dem Zahn vorbei und dann runterspringen, weil an den Zahn kommst du sowieso nicht. Müssen wir erstmal zerstören können. So, ich glaube, hier bist du. Genau. Den Ameisenbau schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Tschüss.